Hallihallo, herzlich willkommen. Alex Defenris hier, die Rückkehr des Duellanten Yu-Gi-Oh! Trading Card Game mit Yu-Gi-Oh! World Championship 2007 für den Nintendo DS. Und wir spielen weiter gegen die KI. Because, why not? Vielleicht ist das das letzte Mal, dass wir jetzt World Championship 2007 spielen. Wahrscheinlich nehmen wir uns ab nächster Woche wieder die 360-Version des Kartenspiels vor. Weil das aktuell die einzig offizielle Software ist vom Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, die einen funktionierenden Online-Multiplayer hat. Seit dem Abschalten der Multiplayer-Server für Nintendo DS und Nintendo Wii. Und weil das tolle neue Yu-Gi-Oh! Zexal World Duel Carnival für den Nintendo 3DS keinen Multiplayer hat, unfassbar, ist die Version für 360 und PS3 die einzige Version, die online spielbar ist, online Multiplayer. Abgesehen davon gibt es ja noch die kostenlose Version hier, Yu-Gi-Oh! Pro, was ich euch ja auch schon mal gezeigt habe. Noch ein bisschen mehr Finesse erlaubt, aber nun gut. Mehr dazu ein andern Mal. Ja, Miracle Fusion. Nö. Heated Heart. Nee, noch nicht. Ich würde sagen, die wird gesetzt. Und wir warten mal ab, was da kommt. Foxfire ist übel. Ich kann mich noch an die letzte Begegnung mit dieser KI erinnern. Das war kein Spaß. Robotic Knight 1600. Den müsste ich gleich auch erstmal klein kriegen. Spielt er wie erwartet. Ein paar Zauber- und Fallenkarten. Und jetzt fängt der Blödsinn an. Backfire. Wenn ein Feuermonster auf seiner Seite des Feldes zerstört wird, bekomme ich 500 Schaden an meinen Lebenspunkten. Bin mir nicht sicher, was der Gegner da auf seiner Seite noch gespielt hat. Ich probiere jetzt mal irgendwas zu provozieren. Das hat jetzt nicht so geklappt. Geben wir dem jetzt hier erstmal 1000 dazu. 2000. Damit lässt sich was anrichten. Ich war gerade am überlegen, ob ich den Clayman jetzt auch noch in den Angriff versetze und noch ein bisschen mehr Schaden raushole, aber hab mich dagegen entschieden. Und er holt sich eine Karte dazu. Jar of Greed. Special Summon. Erstmal kurz das Feld überprüfen. Ein Feuermonster aus dem Friedhof wird aus dem Spiel entfernt. Wenn diese Karte ein gegnerisches Monster als Kampfresultat zerstört und auf den Friedhof schickt. Oh, bekommt der Gegner 1500 Schaden an seinen Lebenspunkten. Eieieiei. Okay, changing plan. Das Ding muss weg. 1900 Verteidigung, das sollte hinhauen. Wir haben Goddess with the Third Eye. Gezogen, lässt sich. Eventuell kriege ich eine Miracle Fusion hin. Ja. Thank you.
Sehr gut. So. Will ich den Karteneffekt aktivieren? Eigentlich ja. Inferno. Weg damit. Jetzt kriege ich wieder 500 Schaden. Davon war auszugehen. Auf Nummer sicher gehen. 1800 Verteidigung. Gut, werde ich wahrscheinlich besser mit dem Avian angegriffen. Aber gut, 2000 direkt auf die Lebenspunkte ist auch nett. Muss man auch erstmal hinkriegen. Was wird das jetzt? Oh. Robotic Knight. Ich habe keine Warrior-Type-Monster im Friedhof. Ah, nicht gut. So, ich schau mal, 1600, 2400. Kriege ich 4000 Schaden, kriege ich raus, wenn ich mit 2000 jetzt durch diese Verteidigung durchkomme. Ja, Solar Flare Dragon. Ich will nur gerade schauen. Hat das noch einen Spezialeffekt? Nope. Nur ein angriffsablenkender Effekt. Nicht angriffsablenkend. Für ein anderes Pyro-Typ-Monster auf seiner Seite des Feldes ist, kann diese Karte nicht angegriffen werden. Hm. Und 500 Schaden in der Endphase seines Zuges an meinen Lebenspunkten. Böse. Aber ich schätze, dass ich jetzt schon so früh auf Angriff spielen konnte, auch durch die Axe of Despair, habe ich dem gegnerischen KI-Deck eine Menge von seinem Schwung rausgenommen. Der Rest jetzt ist Child's Play. Ah, noch ein Solar Flare Dragon. Was absolut keinen Unterschied mehr macht. Jetzt bekomme ich noch 500 Schaden ab, aber jetzt gibt's nochmal 2400 direkt auf die Nuss. Und gewonnen. No Trap Cards. Ich hätte gerne Trap Cards benutzt, wenn ich welche gezogen hätte. Fusion Summon Bonus, Battle Damage Only Bonus. Ja, was denn auch sonst? Das war gut. Schau mal, dass wir zumindest nochmal Booster aufmachen. Als kleines Bonbon noch für das Ende dieser Episode. Requirements of a Hero. Wenn ich schon ein Elemental Hero Deck habe, sollte ich auch entsprechend spielen. Und was haben wir da? Na. Flame Cerberus. Wer macht solche Karten? Level 6, 2100 Angriff. Bitch, please. Elemental Hero Clayman, ja. Feather Shot, okay. Für Elemental Hero Avian. Das hat der Elemental Hero Avian, wenn ich ihn dann auswähle, wenn er bei mir offen auf dem Feld ist, kann dann in diesem Zug so oft angreifen, wie ich Monster auf meiner Seite des Feldes habe. Aber ich kann die gegnerischen Lebenspunkte nicht direkt angreifen und meine anderen Monster können den Zug nicht angreifen. Ja. Das ist die wahrscheinlich nutzloseste Karte überhaupt. Na, lohnt nicht. Hat sich nicht gelohnt. Die Mühe hat sich nicht ausgezahlt.
Ab nächster Woche gibt es wieder Yu-Gi-Oh! Millennium Duels oder Yu-Gi-Oh! Pro. Ich weiß es noch nicht. Irgendwas mit Multiplayer. Irgendwas, was Spaß macht. Mir noch mehr Spaß macht. Spaß, Spaß, Spaß. It's all about fun. Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alex Defendus. Das ist die Rückkehr des Duellanten, das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game mit Yu-Gi-Oh! World Championship 2007. In der nächsten Episode geht es mit einem anderen Videospiel aus der Yu-Gi-Oh! Reihe weiter, denn wir wollen mal langsam irgendwie ein bisschen vorankommen, weil diese KIs hier, das ist alles nix. Wir wollen richtige Gegner und nicht eine dumme KI, die wir irgendwie ausnutzen können von den Fehlern her. Bringt's nicht. Bringt uns allen nix. Na gut, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine kleine Information in eigener Sache. Yu-Gi-Oh! Fans und Kartenspieler, aufgepasst. Wollt ihr ein bestimmtes Deck sehen? Sollen wir ein bestimmtes Deck gegen den Computer testen? Besser euer Deckrezept von uns vorgestellt werden? Oder ihr habt sogar andere Ideen? Dann schreibt eine Mail an kontakt@derdrittespieler.de mit dem Betreff Duell. Und wir werden eure Wünsche so gut es geht erfüllen. Die Rückkehr des Duellanten ist nicht nur unser Videoformat, es ist für euch alle gedacht, die Spaß am Yu-Gi-Oh! Trading Card Game haben. Beste Grüße, das Team von Der Dritte Spieler.